So, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Ulrich Buttenmüller vom Produktmanagement Netzwerktechnik hier im Hause Alexander Bürkle. Und ich begrüße alle Teilnehmer zu dem heutigen Webinar SPE. Ja, meine Aufgabe ist immer zu schauen hier im Hause oder den Markt zu erkunden. Ich bin mit den Technikern der Hersteller in Kontakt. Und um einfach auch Trends zu erkennen, Trends, die vielleicht den Markt beeinflussen können in gewissen Segmenten, nicht immer bahnbrechend, aber doch auch zu schauen, was könnte denn in Zukunft alles uns beeinflussen, den Markt beeinflussen und eben dann entsprechend auch die Applikationen, die daraus entstehen können. Aus den Gesprächen heraus ist entstanden das Thema Single Pair Ethernet, also SPE, die Abkürzung. Und ich finde, dieser Markt könnte oder dieser Trend, diese Technik könnte uns doch treffen und auch positiv treffen. Und darum habe ich jetzt einfach entschieden, auch mal zu informieren schon mal und freue mich sehr, dass die Firma Draka hier sich bereit erklärt hat, dazu uns dieses Thema einfach auch mal näher zu bringen hier in diesem Webinar heute. Ja, das soll es auch von meiner Seite aus gewesen sein. Ich würde dann relativ schnell jetzt übergeben an die wirklichen Referenten, der Herr Jelinek und der Herr Baxmann. Und ich glaube, Jürgen, ich übergebe das Wort an dich und wünsche uns allen eine informative halbe, dreiviertel Stunde zu dem Thema Single Pair Ethernet. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Jürgen Jelinek. Ich bin das Vertriebsgesicht hier in der Region Baden-Württemberg, das heißt auch der Ansprechpartner, nicht der wirkliche Referent des heutigen Vortrags. Das macht nämlich mein Kollege Olaf Baxmann aus dem Norden, der sich ein bisschen auf dieses Thema eingefuchst hat und da auch, denke ich, sehr gute Informationen und spannende Informationen zu diesem neuen Thema, wie Herr Buttenmüller auch richtig schon gesagt hat, präsentieren können. Ich wünsche einfach viel Spaß. Vor allen Dingen viele Fragen. Bitte scheuen Sie sich nicht zu melden. Wir würden uns dann auch die Zeit nehmen, die direkt zu beantworten, wobei das in der Mehrzahl ja wahrscheinlich dann der Herr Baxmann machen wird. Ich bedanke mich recht herzlich schon mal hier im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe jetzt an meinen Kollegen Olaf. Du darfst starten. Ja, dann sage ich danke für die einleitenden Worte und die Übergabe. Mein Name ist Olaf Baxmann, bin das Nordlichste im Unternehmen Draka, also für das Gebiet Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen verantwortlich. Fragen, wie gesagt, einfach bitte an Uli Buttenmüller stellen. Er wird sie dann weiterreichen oder in den Raum geben. Wir versuchen dann sofort Rede und Antwort zu geben. Sollte das mal nicht gelingen, werden wir das natürlich im Nachgang tun, wenn es sehr komplex wird. Aber in der Regel schaffen wir das schon. Und ich denke, an diesem Punkt starten wir einfach mit dem Single Pair Ethernet Vortrag. Das Thema soll sein Single Pair Ethernet. Es wurde eben schon abgekürzt. SPE lautet dort die Abkürzung, damit man das schon mal gehört hat. Single Pair Ethernet. Die Begrifflichkeit sagt schon das, was es ist. Wir benutzen für die Übertragung des Protokolls Ethernet nur noch ein Pärchen. An diesem Punkt werde ich jetzt mal meine Kamera abschalten, um dort mich sehr gut auf die Folien zu konzentrieren. Single Pair Ethernet, von der Agenda haben wir es so aufgebaut. Warum benötigen wir überhaupt Single Pair Ethernet? Dafür müssen wir dann Rede und Antwort stehen. Dann müssen wir mal einen Ausflug in das Vorhandene oder wie ist das ganze Ethernet dort überhaupt entstanden tätigen. Und dann natürlich auf die einzelnen Produkte, die dort verfügbar sind, sprich Single Pair Ethernet-Kabel und die passenden entsprechenden Steckverbinder. Dann müssen wir das Ganze natürlich auch im Nachgang zertifizieren, unsere installierte Struktur und welche Strukturen können wir mit Single Pair Ethernet abbilden. Und am Ende hoffentlich können wir alle Fragen, die wir uns am Anfang gestellt haben, auch beantworten. Da ist es so, warum Single Pair Ethernet? Wo wir doch ein vorhandenes Multi-Pair Ethernet, MPE, schon vorhanden haben. Was gewinnen wir dadurch? Wenn die Installation komplizierter wird, macht es Sinn? Fragezeichen. Platzbedarf, wenn der größer wird, macht es Sinn? Fragezeichen. Dann Einsatzlängen. Wie sind die vorhandenen Restriktionslängen gegenüber denen, die wir mit Single Pair Ethernet abbilden können? Dann haben wir zum Beispiel Lösungen wie Power over Ethernet in unseren vorhandenen Strukturen und nachher können wir durchgängig unser Protokoll, also Transmission Control Protokoll oder Internet Protokoll über die Single Pair Ethernet Struktur abbilden? Das sind letztendlich Fragen, die man sich erstmal stellen muss,
in Bezug auf Single-Pay Ethernet. Wenn wir das betrachten, müssen wir mal zurückgehen. Ich sehe das hier mal so ein bisschen spaßig zurück in die Zukunft, eine Reise durch das Ethernet. Das Ganze begann 1973 mit diesem Herrn, Robert Metcalf. Hier ist er abgebildet an seinem Entwicklertisch, könnte man das nennen. Und der hat uns 1973 das Ethernet beschert. Wurde vermeintlich auf dem Bierdeckel das erste Mal gezeichnet mit seinem Terminal Access Point, also Wasserhähnen, und dann den Ether, sprich aus dem Englischen, der Raum für die elektromagnetische Wellenübertragung. Seinerzeit in den Kinderschuhen waren das halt Koaxkabel, kennen viele von Ihnen sicherlich auch noch, und kollisionsbehaftete Domänen, wo das Protokoll übertragen und abgegriffen wurde, auch mit Tabs an den entsprechenden Empfängergeräten, also an den einzelnen Terminals. Dieser Herr, einigen vielleicht bekannt, hat später das Unternehmen Dreicom gebildet. Zu der Zeit, wo er den ESA entwickelt hat oder das Ethernet, war er bei der Firma Xerox beschäftigt. Wenn wir uns dieses Ethernet, was er aufgebaut hat, was später auch in die IEEE mit eingezogen ist, unter der Nummer 802.3, egal ob es Wireless LAN, also sprich Funklösungen sind oder kabelgebundene Lösungen sind, finden Sie immer bei der IEEE unter dieser Nummer letztendlich Konstrukte, die auf Ethernet basieren, sprich auf diesem Protokoll. Und zurzeit, was Sie sicherlich tagtäglich auch installieren, arbeiten Sie im Bereich des MPEs, des Multipair Ethernets, in den einzelnen Geschwindigkeiten. Dort haben Sie, je nachdem, was Sie nutzen und welche Längenrestriktion, unterschiedliche Übertragungsraten, Übertragungsgeschwindigkeiten mit unterschiedlichen Längenrestriktionen, eigentlich immer unsere klassischen 90 respektive 100 Meter im Channel und den entsprechenden Geschwindigkeiten. Und je nachdem, welches Protokoll angewendet wird, brauchen Sie eine Mindestbandbreite, was dann später in die einzelnen Kategorien eingeteilt wird oder bei der Zertifizierung in die Klassifizierung, also in die Abnahmezertifizierung eingeteilt wird. Aber besonderes Augenmerk sollte man in dem Fall bei Multipair Ethernet mal auf die Nutzung der einzelnen Paare in ihrem symmetrischen Twisted-Pair-Kabel betrachten. Bei Diensten 10 Megabits pro Sekunde oder 100 Megabits pro Sekunde verwenden Sie nur die Hälfte der vorhandenen Paare, sprich zwei, und unterschiedliche Codierungsverfahren, also den alten Manchester-Code, den Multi-Level-Transmission-Code oder Encoding, Pulsamplitudenmodulation 5, also 1 Volt Spitze-Spitze auf 5 Pegel aufgeteilt, oder Pulsamplitudenmodulation 16, sprich 16 unterschiedliche Spannungspegel. Und ab Gigabit Ethernet verwenden wir alle vier Paare. Hinzu kam dann noch die Fernspeisung oder neudeutsch genannt Power over Ethernet, wie es ja so häufig ist in der Datentechnik, ist das Ganze in Englisch, aber es ist eigentlich eine Fernspeisung. Da haben wir zusätzliche Anwendungen, um Endgeräte mit Energie fernzuspeisen, sprich zu versorgen. Heutzutage halt hoch bis 72 Watt beim Empfänger, bei PoE ++++ oder IEEE 802.3BT. Sendeleistung 90 Watt, Empfängerleistung 72 Watt. Da haben wir halt die Fernspeisungsmöglichkeit. Das betrifft alles das, was wir heute in der Regel bei Multipair Ethernet betreiben. Wenn wir jetzt schon mal den Schwenk in Richtung Single-Pair Ethernet gehen, was schon fest in der IEEE verankert ist, sieht es wie folgt aus. Die Protokolle sind schon überwiegend verabschiedet in der IEEE mit ihren einzelnen Übertragungsgeschwindigkeiten, sprich 100 Megabits pro Sekunde, Gigabit Ethernet, später ist angedacht bis 10 Gigabit Ethernet hochzugehen, mit unterschiedlichen Bandbreiten, aber wichtig ist zu beachten, deshalb auch der Wortlaut Single-Pair Ethernet, wir verwenden nur noch ein Pärchen. Ich komme noch dazu, was nicht heißt, dass Sie ein symmetrisches Multipair Ethernet-Kabel gleich für Single-Pair Ethernet mitverwenden können. Da müssen entsprechende Dinge beachtet werden. Entsprechende Codierverfahren sind auch schon festgelegt, überwiegend Pulsamplitudenmodulation als 3 Level, sprich 1 Volt plus 1 Volt minus und definierter Nullpegel, also 0 Volt Pegel. Und man hat auch dort schon berücksichtigt eine Fernspeisung,
Dort wird es nicht Power over Ethernet genannt, sondern Pudel ist jetzt nicht die Hunderasse. Das heißt Power over Data Line. Sprich, auch da wird Energieversorgung des Endgerätes realisiert. Heute geht man bis roundabout 52 Watt hoch. Und Sie sehen, wir haben schon seit 2015 Single per Ethernet verabschiedet. Heutzutage Anwendung überwiegend im Automotive, im Automobilbereich, sprich in unseren Fahrzeugen, in unserem Pkw, in LKWs etc. Und auch unterschiedliche Kabelleitungstypen werden dort verwendet. Je nach Längenrestriktion und Anwendung, Datenübertragung, können ungeschirmte, aber auch geschirmte Kabel verwendet werden. Sprich Unshielded Twisted Pair und Shielded Twisted Pair. Und Shielded sieht man hier schon durch den Schutz eines Schirms. Bei dem symmetrischen Einparkkabel kommen wir auf größere Restriktionen, da die Störer aus dem Kabellauf rausgehalten werden. Und zu beachten ist auch, man hat die Möglichkeit, mit dem CG-Standard außer IEEE bis zu einen Kilometer zu realisieren. Das heißt Ethernet über ein Pärchen auf einen Kilometer. Das ist letztendlich etwas sehr Bahnbrechendes und zusätzlich Versorgung über Fernspeisung der Endgeräte. Da diese Längenrestriktion in diesem Bereich der schnellen Dienste, der vermeintlich schnellen Dienste, noch relativ kurz sind, hat da das Normgremium auch schon zusätzliche Erweiterungen berücksichtigt, dass man 100 Megabits pro Sekunde bis auf 200, gegebenenfalls bis auf 500 Metern aufgeschirmten Single-Pair-Ethernet-Kabeln realisieren möchte. Im Bereich von Gigabit-Ethernet möchte man bis auf 250 Meter aufgeschirmten Systemen arbeiten. Also auch da sieht man, das wird schon vorangetrieben aus gerade dem industriellen Bereich und der Chiphersteller. Und im Bereich der Multigiga-Channels, also wirklich der Hochübertragungsgeschwindigkeiten, ist es so, möchte man bis 50 Meter gehen, was dann gegebenenfalls für Anbindungen von Consolidation Points oder auch im industriellen Backbone-Bereich, da wo alles konsolidiert wird, letztendlich der Datenverkehr nur über ein Pärchen realisiert werden kann. Und da es da dann um Datenverkehr geht, nicht um Insellösungen oder Versorgung von Maschinen, ist hier zum Beispiel Power over Data Line noch nicht berücksichtigt. Aber man sieht hier dran gleich, es ist schon verankert in der Norm und es wird vorangetrieben. Um das Ganze nochmal zu visualisieren, dass Multipair Ethernet nicht gleich Single Pair Ethernet ist, ist das eigentlich das beste Betrachtungsbeispiel. Unser klassisches Multipair Ethernet bei 10 und bei 100 Megabits pro Sekunde benötigt ja nur zwei Paare. Sprich ein fest definiertes Sendepärchen und ein fest definiertes Empfangpärchen. Ab Gigabit Ethernet, sprich 1000 Megabits pro Sekunde bei Multipair Ethernet Lösungen, benötigen wir immer alle vier Paare eines Kabellaufs. Sprich auf jeder Seite eines Pärchens ist ein Empfänger und ein Sender in der Aktivtechnik verankert. Das ist eine Vollduplex bidirektionale Übertragung. Es wird gesendet und empfangen gleichzeitig über ein Pärchen und nachher die Datensätze wieder zu Gigabit oder 10 Gigabit zusammengesetzt. Bei Single-Pair Ethernet haben wir nur das eine Pärchen. Und dort wird halt bidirektional in beide Richtungen gesendet und empfangen. Jetzt könnte man natürlich meinen, ich nehme dieses Single-Pair Ethernet-Kabel und schließe es auf ein Multipair Ethernet-Kabel an, wo ich nur ein Pärchen verwende, sprich baue hier einfach meine physikalische Brücke. Das wird so nicht funktionieren. Wir müssen hier aktiv wandeln, damit nachher Multipair Ethernet mit Single-Pair Ethernet kommuniziert. Das ist später auch nochmal in der Vortragsreihe visualisiert. Von den Single-Pair Ethernet-Kabeln ist es so, auch da hat die Kabelnorm alles schon festgelegt. Das heißt, Teile sind schon verabschiedet, aber man hat es fest verankert in der Normreihe. Das ist die gleiche Normenreihe, wie wir sie bei Standard CAT7, CAT7A-Kabel vorfinden. Das ist die 61156. Und für Single-Pair Ethernet-Kabel wurden die Nummern oder die Reihe 11, 12, 13 und 14 fest eingeplant und definiert. Und die einzelnen Durchmessern der Adern definiert.
die restriktiven, also die Längenrestriktion mit ihrer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit und ob es für die feste Verlegung ist oder der Patchkabelbereich für halt die flexible Installation, bewegte Teile zum Beispiel auch oder das reine Patchen, sprich das Verbinden von einzelnen Punkten. Diese beiden, die erste Kabelnorm ist schon verabschiedet, wird auch schon angewendet. Die zweite soll dieses Jahr noch verabschiedet werden. Und da man ja auf die großen Restriktionen gehen möchte, ist auch im Common Draft, also im Entwurf, das Ganze schon verfügbar für die lange Restriktion. Und hier sieht man, wir kommen mittlerweile schon auf AWG 16. Das sind Kabeldurchmesser, die größer als letztendlich 1 Millimeter sind. Also da geht es dann auch darum, lange Strecken über die Dämpfung zu realisieren. Sprich, man möchte dämpfungsarm arbeiten. Und auch da hat man es unterschieden für die feste und für die flexible Installation oder Verlegung. Vom Konstrukt her ist es so relativ einfach. Wir brauchen ein Pärchen, ein verseiltes Pärchen. Und wenn hier nur ein Mantel drum wäre, hätten wir halt unsere ungeschirmte Konstruktion. Im Bereich der geschirmten Technik arbeiten wir dann klassisch mit unserer aluminiumbedampften PET, also unserem Kunststoffträger, der aluminiumbedampft wird, das definierte Geflecht über das Innenleben und dann unser Mantelmaterial. Und hier ist es natürlich, dass es sehr industriell getrieben ist, dieses Thema Single per Ethernet. Welche Mantelmaterialien werden eingesetzt? Da gibt es dann unterschiedliche, je nach Anwendungsbereich. Wir haben da schon ja eine komplette Reihe aufgebaut bei uns im Hause. Heißt einfach Single als Wortgebung, dann weiß man letztendlich, es geht um Single per Ethernet. Und je nachdem, um welche Längenrestriktion geht, 1000 für 1 Kilometer mit AWG 18, haben wir Massivdrähte oder haben wir Litzenaufbauten, Purmaterial, PVC-Mantelmaterial, halogenfrei flammwidrige Materialien, je nach Anwendungsbereich für das industrielle Umfeld, seien es Öle, seien es Abriebfestigkeiten etc. Und dann hüpfen wir auch gleich mal weiter auf die Single-Pair-Ethernet-Lösungen mit Litzendrähten. Sehr häufig, wie wir es auch aus dem heutigen Patchkabelbereich für RJ45-Konnektoren kennen, AWG-Litzen als 7 Feindrähte. Man hat hier immer schon an den Abbildungen gesehen, da wir nur noch mit einem Pärchen arbeiten in solchen Bereichen bei Single-Pair-Ethernet, müssen wir gegebenenfalls Füllmaterialien, Filler mit in die Kabelläufe bringen, damit das Kabel nachher rund ist und vernünftig umspritzt werden und kontaktiert werden kann, damit man nachher eine ordentliche 360-Grad-Schirmkontaktierung zum Beispiel generieren kann oder um nachher eine Umspritzung, wenn es um Steckerkontakte geht, gewährleisten kann. Weil eigentlich würde ein Kabel sonst oval aussehen, wenn wir keine Füller verwenden. Und dann kommen wir auch schon zu den Single-Pair-Ethernet-Steckverbindern. Hier haben wir mehrere Fraktionen. Ja, das ist alles sehr theoretisch, aber auch das ist mittlerweile in der Normreihe für Steckverbinder mit aufgenommen worden. Man hat da eine neue Normreihe geschafft, die 63171, mit den unterschiedlichsten Steckverbindern. Ich bin da so frei und nenne auch immer die entsprechenden Unternehmen, die das entwickeln und vorantreiben. Hier zum Beispiel von der Firma Comscope haben wir im Final Draft International Standard, also das ist schon verabschiedet, mit einer Maisverknüpfung. Die Mais-Tabelle spiegelt die industrielle Anwendung wider. Für mich ist das immer der Schutzgrad, Increase and Protect. Hier halt in einer Mais-Tabelle halt nur abgebildet, wie ist die elektromagnetische Verträglichkeit, wie ist die Verträglichkeit von Mantelmaterialien, wie ist die chemische Verträglichkeit eines Steckverbinders? Und da legt man halt fest anhand von Maistabellen, wie robust ist dieses ganze Gebilde. Ich sag mal, so eine Maistabelle spiegelt einen IP20-Stecker wider, ähnlich einem RJ45. Das geht nachher hoch bis IP64 in der Maistabelle in der 3, in der höchsten Anforderung. Man sieht halt namhafte Unternehmen aus dem Anschlussbereich, aus dem Connectivity-Bereich, arbeiten hier. Hier haben wir ein Common Draft, also auch ein Steckergesicht, die wir gleich noch sehen, von der Firma Reichel und Masari. Die Firma Simon ist damit, hat einen Entwurf eingegeben, also ein Arbeitsdokument
New Work Item Proposal oder wie das abgekürzt heißt. Da sieht man, wird viel gearbeitet. Es ist halt bisher verabschiedet, der von der Firma Harting in Zusammenarbeit mit Tyco Electronics. Final Draft ist verabschiedet für das industrielle Umfeld und für das Büroumfeld hat halt Comscope schon seine Verabschiedung. Und damit man nicht hier nur in der Theorie ist, macht es, glaube ich, Sinn, sich mal die Steckergebilde anzuschauen. Das hier ist zum Beispiel der Stecker der Firma Comscope, wo nur zwei Kontakte drin sind, ähnlich vom Format eines LC-LWL-Steckers und Buchse natürlich, der dazugehörigen Buchse, ist verabschiedet. Das hier ist das Steckgesicht der Firma Harting und Tyco Electronics, der auch verabschiedet ist. Man sieht schon wesentlich mehr geschützt, dementsprechend auch höher in der Schutzgradtabelle der Mais-Tabelle eingeordnet. Als nächstes wird sicherlich folgen der Stecker der Firma Phoenix und der Firma Telegärtner, wo wir hier den Bereich IP20 haben und hier die höheren Schutzgrade. Man sieht da schon mit Überwurfmuttern etc. von der Firma Phoenix. Hat ein bisschen eine andere Form das Steckergesicht, ist kodiert auf einer Seite. Das ist von der Firma Simon, den ein oder anderen bekannt aus Terra-Stecker in der Multi-Pair-Ethernet-Welt. In der Single-Pair-Ethernet-Welt werden halt nur noch seine zwei Kontakte genutzt. Und dann von der Firma BKS, vielen von Ihnen vielleicht auch bekannt als der Vier-Paar-Stecker. Hier dann halt nur als Zwei-Paar-Stecker, der sicherlich auch seine Daseinsberechtigung hat. Wobei dieser und dieser verabschiedet ist und diese beiden in der Verabschiedung jetzt folgen werden. Also da tut sich etwas. Und jetzt sieht man so als Anwender, Nutzer, Installationsbetrieb sicherlich, wir haben hier jetzt plötzlich viele Steckgesichter. Welchen nehmen wir? Ist gar nicht so schlimm. Nehmen Sie welchen Sie für richtig halten. Das Gute bei Single-Pair-Ethernet ist, man kann das vergleichen mit USB. Ich kann es adaptieren. Weil ich habe nur noch mein eines Pärchen und wenn meine Aktivtechnik sogar sehr schlau ist, kann ich sogar in meiner Struktur eine Verpolung haben und meine Aktivtechnik dreht mir über MDI, MDX letztendlich meinen Link dahin, wo ich es brauche, sprich meine Übertragungsstrecke. Ist aber nicht ratsam, aber Aktivtechnik kann sowas. Wenn ich einen Verdrahtungsfehler habe, also 1 auf 2 anstatt auf 1, kann die Aktivtechnik das wieder rausfiltern und den Link richtig schalten. Das sieht man hier mal ganz gut visualisiert, dass man durch Adapter, durch entsprechende Kabel, könnte ich hier das Steckergesicht von Harting drin haben und hier meinetwegen von Phoenix und kann es aber adaptieren, weil wir haben nur noch dieses eine Pärchen. Es ist natürlich auch angedacht, auf Multi-Pair-Ethernet-Channeln durch Codierungen, ich hoffe, dass doch, das müsste man ganz gut sehen, durch Codierungen einzelne Single-Pair-Ethernet-Kanäle mit Multi-Pair-Ethernet-Kabeln aufzubauen. Aber wenn ich nachher den Sprung auf ein einzelnes Single-Pair-Ethernet-Strang schwenke, muss ich wieder über Aktivtechnik das Ganze umsetzen. Werden wir auch gleich nochmal veranschaulichen. Im Bereich Abnahmemessungen, da ist die Welt noch wirklich nicht weit, ist aber normativ schon mit aufgenommen in einem technischen Komitee, in einer Arbeitsgruppe 9. Da hat man schon einen Entwurf geschaffen, der heißt 9906 und da wird festgelegt, was wird alles gemessen. Jetzt haben wir es sehr schwer, in einem Kabellauf, wo nur ein Pärchen ist, überhaupt ein Übersprechen zu messen oder ein Fern-Nah-Nebensprechen, ein Attenuation-Crosstalk-Ration oder ein Alien-Next und welche Frequenzbereiche werden definiert. Das werden aber unsere Protokolle festlegen, welche Frequenzbereiche. Wichtig ist eigentlich im industriellen Umfeld unser Fernübersprechen, sprich wie stört ein Single-Pair-Ethernet-Pärchen ein danebenliegendes Single-Pair-Ethernet-Pärchen. Da befasst sich gerade diese Arbeitsgruppe mit, wie das messtechnisch erfasst wird und zertifiziert und protokolliert wird. Aber auch da wird es erst etwas geben, weil die passive Struktur getestet werden muss, bevor sie in Betrieb genommen wird, um sicherzustellen, komplette Funktion. Von den Strukturen, da kommen wir auch gleich zu, wie man diese Strukturen mischt, gehen wir aber eingangs erstmal auf vorhandene Single-Pair-Ethernet-Strukturen ein.
Da haben wir einmal die linienförmige Struktur, was wir eigentlich in unserem klassischen Multipair Ethernet gar nicht mehr kannten. Obwohl unser Switch, unser Koppelelement bei Multipair Ethernet Strukturen immer den Stern abgebildet hat, aber aus diesem Stern oder aus unserer verkabelten Sternstruktur einen Bus wieder abbildet. Im Single-Pair Ethernet-Bereich macht man es so, dort werden gleich zwei Strukturen zur Verfügung gestellt. Einmal die Linienstruktur oder nennen wir es einfach Bus, wo wir die Sensorik oder zusätzliche Koppelelemente hintereinander schalten und das Ganze auch mit Pudel, mit Power-over-Data-Line, mit Energie versorgen können. Und die Endgeräte, Sensoren, seien es Näherungsschalter, Lichtschranken, was haben wir noch? Geschwindigkeitserfassung, werden mit Energie von der Haupteinheit, von dem dann Multidrop-Switch, weil die Linienstruktur wird hier auch als Multidrop bezeichnet, kann mit Energie versorgt werden und natürlich bis zur letzten Einheit, sprich das ganze Ethernet, sprich TCP/IP. Und dank IPv6 haben wir ja die Möglichkeit, dass jedes Gerät nur eine Adressierung weltweit hat. Da streitet sich die Industrie dann noch ein Stück weit, ist es sinnig, von außen in mein Produktionsnetzwerk zum Beispiel einzugreifen. Wird sich zeigen, ob dann wieder virtuelle LANs gebildet werden, über Tunnel etc., aber das wird dann die Aktivwelt steuern. Genauso haben wir die Möglichkeit, klassische, wie im Multipair-Ethernet-Bereich, Sternstrukturen aufzubauen, sprich jedes Endgerät bekommt sein einzelnes Single-Pair-Ethernet-Kabel und wird dementsprechend versorgt. Einerseits der Datendurchsatz, sprich mit der Sprache, andererseits mit Energie, mit Pudel. Und von der Strukturmischung her gibt es Switche, wie hier mal abgebildet, in dem Fall als Block, Multipair-Ethernet-Connectivity, Single-Pair-Ethernet-Connectivity in einem Switch, in einer Einheit. Und so habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel in Sammelpunkten oder Etagenverteilern, Multipair-Ethernet aktiv auf Single-Pair-Ethernet zu wandeln. Weil es kann sein, dass wir hier mit Gigabit-Ethernet arbeiten und hier nur mit 10. Sprich die gleiche Sprache, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Das muss gekoppelt, das muss angepasst werden. Dafür gibt es Switche. Und im Single-Pair-Ethernet-Bereich ist es auch sehr gut vorstellbar, dass nicht nur industrielle Sensorik, Aktorik damit gekoppelt werden, sondern auch IP-Kameras. Der Sprung soll auch sein, zum Beispiel über ein AWG-16 bis AWG-18 Single-Pair-Ethernet-IP-Kameras über 1 Kilometer mit Energie zu versorgen und mit unserem Datenprotokoll oder LED-Technik über Single-Pair-Ethernet zu versorgen und gegebenenfalls steuern. Vielleicht auch nur die Energieversorgung. Zutrittskontrollen, die auch gegebenenfalls im Gebäude weiter entfernt sind. Oder auch Access Points damit zu speisen, um letztendlich dann mein Wireless LAN dort mit einzubinden. Also sieht man hier, wir haben Kopplung von Multipair Ethernet auf Singlepair Ethernet. Das ist jetzt hier nur veranschaulicht. Jetzt sagen manche von Ihnen vielleicht, ja, tolles Blockdiagramm, sieht toll aus. Das Ganze ist schon in der Norm verankert. XXX, vorstellbar ist dort alles. Da gibt es sogar so eine Illusion von einer Fraktion, da kommen wir gleich zu. Da sind Sie natürlich als Installationsbetriebe gerade viel näher dran als wir als klassischer Kabelhersteller. Aber wenn wir das in der Norm betrachten, in unserer 11801-3, also die dritte Version, ist es so, dort haben wir schon Single-Pair-Ethernet mit verankert. Man berücksichtigt das schon in der Norm, um später diese Applikationen, diese Dienste von Single-Pair-Ethernet mit einzubinden. Dort haben wir unseren Flurverteiler, also unseren Etagenverteiler, gehen mit Multipair-Ethernet-Lösungen, also mit 4-Paar-Lösungen, auf aktive Unterverteilungen, seien das Consolidation-Lösungen etc., und kommen dann in unser Single-Pair-Ethernet, um dort unser Endgerät letztendlich anzukoppeln an unser Ethernet. Und alles kann mit dieser gleichen Sprache kommunizieren. Und das ist ein bisschen eine Vision, die da folgt, weil heutzutage ist eigentlich so
KNX-EIB, das maßgebende Protokoll im Facility Management, in der Haussteuerung und auch andere proprietäre Systeme. Aber es ist gut vorstellbar, dass unsere ganze Aktorik, hier nur mal mit irgendeinem Schalterprogrammhersteller visualisiert, wenn die dort hinter Single Pay Ethernet spricht, was sehr günstig zu realisieren ist, eine 10 Megabit Netzwerkkarte über Single Pay Ethernet, kann dann auch die Aktorik für unser Haussteuerungssystem, also auch im Einfamilien- und Mehrfamilienhausbereich, Einzug erhalten. Sprich, da wollen natürlich auch Firmen aus der Schalterindustrie dann Fuß fassen, um solche Applikationen mit einzubinden. Ist noch ein bisschen Zukunft, was damit reinspiegelt, aber da wird etwas auf uns zukommen, dass auch dort so ein offenes Protokoll wie Ethernet gegebenenfalls ein KNX ablöst. Alles Zukunft, aber es ist sehr, sehr gut vorstellbar. Ja, und wenn man jetzt das Ganze mal als Fazit betrachtet, ist es so, warum brauchen wir jetzt wirklich dieses Single Pay Ethernet? Von der Installation haben wir jetzt gelernt, ist es einfach und schnell, weil wir kontaktieren nur noch ein Pärchen, sprich zwei Drähte. Da ist es hoffentlich 1122, also da Fehler einzubauen, wird wesentlich schwerer. Also auch eine Anschlusssicherheit ist da viel größer als bei Multipay Ethernet. Platzbedarf, ja, für längere Strecken werden die Kabel durch ihre AWGs dicker, aber die Kabel an sich sind kleiner. Dementsprechend generieren wir dadurch auch mehr Platz, mehr Raum. Wir können gegebenenfalls sogar mehr Internetdienste oder Ethernetdienste installieren. Von den Reichweiten wissen wir, wir kommen bis auf 1 Kilometer. Also das ist schon exorbitant. Früher kannten wir das nur im Ethernet-Bereich durch Sonderlösungen, also durch DSL, Digital Subscriber Lines oder durch VDSL-Lösungen, die auch Ethernet wieder gewandelt abgebildet haben oder auch heute noch tun. Energieversorgung ist möglich, sprich wir brauchen keine zusätzlichen Batterien oder Netzgeräte an unseren Endeinheiten, sprich an unseren Kameras und alles, was da möglich ist. Und am Ende, das ist eigentlich das ganz Wichtige, sprechen wir nur eine Sprache in diesen Applikationen. Wir haben durchgängig TCP/IP. Das ist das, was die Telekom ja auch schon und die Vodafones dieser Welt in den Markt gebracht haben. Sprich bis zum Anschluss, bis zum Teilnehmer TCP/IP und hier halt bis zum Endgerät, Sensorik, Zeiterfassung, sprechen wir nur noch TCP/IP. Also ist es eine bahnbrechende Geschichte, die auf uns zurollt, die leicht umzusetzen ist mit großen Längenrestriktionen. Es gibt zwei Allianzen, das kann man ganz klar sagen. Wir sind Mitglied von Draka-Seite bei der Single Pay Ethernet Allianz, wo die Firma Waldmüller, Phoenix und viele andere aktiv sind. Finden Sie über diesen Link. Dort gibt es auch schöne Videos, die veranschaulichen, wie es derzeit so langsam Einzug im industriellen Bereich erhält, das Single Pay Ethernet. Also da kann man letztendlich sich nochmal bei Bedarf zusätzlichen Input holen. Jetzt ist dann nochmal eine Frage dann doch noch reingekommen. Wie ist es mit dem Upgrade bei alten Leitungen aus? Im Grundsatz, ich muss mich da ein bisschen bedeckt halten, ist es möglich. Gerade finden im Bereich, also die viele genannte Firmen kooperieren gerade und es wird gerade eine Rückwärtskompatibilität geprüft. Leider gibt es ja noch nicht die Messparameter aus der Messtechnik, um zu sagen, das ist es. Im Grundsatz ist es möglich, wenn wir zum Beispiel ein CAT7 haben, was im Grundweg ja eine nominale Bandbreite von 600 MHz widerspiegeln muss oder CAT7a bis 1 GHz respektive 1000 MHz, ist es möglich, eine Rückwärtskompatibilität herzustellen. Wir haben leider noch nicht die entsprechenden Testparameter greifbar. Das wird folgen. Der erste Schritt in diesem Bereich ist gerade zu schauen, ob vorhandene Profinet-Strukturen, sprich sehr Siemens getrieben, koppelbar mit neuen Single-Pay-Ethernet-Strukturen sind. Da werden wir, also die Industrie, das Gremium tagt im Januar in Köln, um festzulegen, wie stellt man diese Rückwärtskompatibilität sicher. Da
Da wird im nächsten Jahr einiges passieren. Der erste Schritt wird sein, Rückwärtskompatibilität im Bereich Profinet sicherstellen. Und CAN-Bus-Systeme spielen da auch eine große Rolle, gerade aus dem Automotive-Bereich. Also da finden gerade Aktivitäten auf industrieller Seite statt. Die sind noch nicht so weit. Also kann ich heute noch nicht sagen, es funktioniert. Es ist alles in dem Gremium der ITG gerade ja, dabei, Entwürfe zu schaffen, um zu sagen, wenn ich das Profinet-Kabel habe und mit Single-Pair Ethernet koppeln möchte, erreiche ich diese Längenrestriktion. Das ist gerade alles noch in der Mache. Okay, natürlich, das ist ein riesiges Thema. Ne? Wenn man schon das Gebäude oder die Gebäude verkabelt hat, möchte dann aber auf diese einheitliche Struktur vielleicht weg von Bussystemen hin zu der Ethernet-Struktur hingehen. Da ist natürlich diese Frage, wird auf uns kommen, ja, oder auf uns zutreffen. Also da sind wir ganz gespannt, was da die Normungsgremien da verabschieden werden. Ja, da, aber der erste Schritt wird das industrielle Umfeld sein und dann das Angesprochene, das Gefragte, dann auch unser klassisches Berufsumfeld. Wie ist da die Applikation möglich, zu sagen, ich habe hier meine vorhandene Struktur, möchte dort aber Kabellauf XY, was früher Multi-Pair Ethernet war, gegebenenfalls als vier Single-Pair Ethernet-Kanäle aufbauen. Aber das ist definitiv in der Mache. Deshalb, man hat es gesehen, es ist in der 11801 ja auch schon verankert von der Struktur. Jetzt ist die Industrie gefragt, das Ganze umzusetzen. Einerseits Single-Pair Ethernet voranzutreiben an sich, aber auch dafür zu sorgen, eine Rückwärtskompatibilität darzustellen und zu sichern. Aber es wird folgen. Also da gibt es Aktivitäten. Okay, prima. Dann werden wir dann im ersten halben Jahr nächstes Jahr bestimmt einiges davon hören. Ne? Wir sind auch gespannt, gerade was da im Januar passiert, wo es erstmal um Profinet geht, CAN-Bus und was da passiert. Okay, super. Dann würde ich mich von Seiten von Alexander Bürkle bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Euch vor allen Dingen, Jürgen, auch dir. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dich gezeigt hast als der Ansprechpartner hier in der Region. Wenn also Fragen sind, wird die Fragen an uns stellen, aktuelle Projekte vielleicht nochmal oder auch nochmal Themen, Unterlagen anfordern, vielleicht auch mal einen Tandemtermin mit dem Herrn Jelinek und mit uns gemeinsam, dass wir gewisse Projekte vielleicht im Vorfeld schon mal gemeinsam mit Ihnen abstimmen können. Olaf, vielen Dank. Grüße in den Norden. Ja, bis bald auf einer der Messen. Ja. Vielen Dank an alle. Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss.